Hallo liebe Freunde der Geschichte und hallo an alle, die es vielleicht erst noch werden wollen. Willkommen zurück bei Grand Tactician, The Civil War, mit der konföderierten Kampagne im April 1862. Wir haben den Feind wieder zurückschlagen können und bewegen uns jetzt hier Richtung unserer Forts, um den Feind weiter zurückzuschlagen und alles, was da noch anrückt. Hier im Westen möchte ich erstmal natürlich unser Korps hier irgendwie, jetzt ist es versorgt. Möchte ich der 25th Army hier eigentlich hinterher schicken? So. Die Armeen sind weiter auf dem Vormarsch. Okay. Bleiben auf Pause, bitte. Denn ich möchte mal sehen, wie es hier oben weitergeht. Hier müssten wir doch langsam auch mal irgendwie einen Sieg davon tragen. Was ist denn, wenn ich mit Jackson... hier noch mit ranrücke? Und mit Johnson? Oh, hier können wir mal Battle of Stevens. Ja, warum nicht? Klären wir die Situation mal hier. Ich weiß nicht, wie viel der Gegner hier im Feld hat. Es wird wahrscheinlich sowieso wieder angegriffen werden. Aber vielleicht können wir hier einen kleinen Sieg einfahren. Mal gucken. So, schauen wir mal. Ja, der Gegner kriegt also ordentlich Verstärkung. Wir allerdings auch. Und dann stehen sich hier die ganzen Armeen gegenüber. Momentan sind wir noch weit unterlegen. Tja, der Gegner wird wahrscheinlich hier von dort aus kommen. Puh. Wir haben momentan halt nur Wade Hamptons Division auf dem Feld. Tja, mit ordentlich Verstärkung wird es wahrscheinlich gehen, aber ich weiß halt nicht, wann die Verstärkung kommt.
Theoretisch sollte die Verstärkung. Eigentlich gleich da sein. Na gut. Warten wir es einfach mal ab. Mal gucken, wie lange Wade sich hier alleine halten kann. So, erste Verstärkung ist da. Wo? Dort. Interessant. So, ich hoffe, die laufen jetzt nicht dem Gegner irgendwo in die Arme, wenn sie hier diesen Bogen machen. Jetzt ruckelt es gerade ein wenig. So, marschiert dahin. Jawohl. Viel mehr nach vorne, um ein bisschen zu splotten.
Kriegt ihr das bitte hin? Ja? Nein? Wäre schon irgendwie wichtig. Okay, jetzt sehen wir schnell los. Hauptsächlich den komplizierten großen Bogenweg. Warten wir mal ab, wie gut oder schlecht das wird. So, ich nehme an, das heißt, der Gegner hat jetzt auch Verstärkung bekommen. Low Supply, super. Hundertvierundzwanzigtausend Mann. Dem werden wir wohl nichts entgegenzusetzen haben. Ach, ich sehe schon wieder eine große Niederlage auf uns zurücken. So. Die können bleiben, wo sie sind. So, jetzt marschieren sie wenigstens erstmal nicht den großen Bogen. 124.000 Mann, wie soll ich das denn aufhalten? Wir werden versuchen, ein paar Verluste dem Gegner beizuführen. Wieder mal hat der Gegner... Oh doch, diesmal hat er Artillerie. 2000. 2000. Boah. Ja. Da sind die Chancen nicht so supidupi. Allerdings weiß ich auch nicht, wo er diese ganzen Truppen auf dem Feld hat. Er könnte mir natürlich irgendwo in die Flanke fallen. Ich hoffe nicht, dass das passiert. So, da ist der Gegner eingetroffen. Und Johnson ist da. Wo ist er? Auch da. Super. So.
So, stramme Marschformation. Nicht da oben lang. Nicht da oben lang. Stopp. Los geht's. So, wie viele Männer habe ich denn jetzt auf dem Feld? Kurz mal Pause. 33.000 Mann. Ich glaube immer noch nicht, dass ich das auch nur annäherungsweise gewinnen kann. Naja. Oh. Lee, bitte zu Wort zurück. Oh Gott, meine Kavallerie. So, aber tutti pampi, Leute. So, da kommen die ersten. Thank you.
Hat sich wieder zurückgezogen, okay. Gar nicht, was machst du denn? Und da kommen auch schon die ersten Feinde. So, warum stellt ihr euch jetzt alle so doof an? Okay, nächster Tag. Ist jetzt ein bisschen blöd, dass ich die da nicht so vernünftig aufstellen kann. Machen wir es mal so und stellen die dann hier im Bogen mit auf.
Wie gesagt, was ich wirklich aufhalten kann, weiß ich nicht. Artillerie hier geballt auf den Hügel. Jetzt habe ich natürlich da drüben keine Artillerie. Dann zurück, Marsch, Marsch. Ja, ich weiß, das wird euch jetzt ankotzen. Die Artillerie hier schießt noch nicht so wirklich.
So, dann wollen wir mal schauen, was wir alles aufhalten können. So, an der Stone Bridge halten wir sie, glaube ich, ganz gut auf im Moment. Keine Ahnung, was diese kleinen Einheiten von zwei Männern da noch sollen. So, so weit, so gut. So, Drängel dreht sich jetzt bitte um. Da noch mit rüber.
So, hier haben wir erstmal klar gehalten. Sehr gut. Das kommt schon vorrücken. Vielleicht nicht ganz so schräg. Pause. Kriegen wir euch nochmal zurück vielleicht? Rally. Okay, Barksee ist natürlich jetzt ein bisschen in der Bedulle, ja. Okay, wenn die Kavallerie dort einigermaßen schnell hinkommt, sollten wir die Lage trotzdem im Griff haben. Na, Manning, wie sieht's denn aus? Können wir uns vielleicht entschließen? Na also. So, Pause. Verlegt sich dahin. Kavallerie absitzen. Absitzen. So, jetzt den Überblick nicht verlieren. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da sind aber auch viele Einheiten. Mm-hmm.
So, Burton ist geroutet, ausgezeichnet. So, wie sieht's denn aus mittlerweile? Ah, wir stecken wieder größere Verluste ein. Und jetzt noch etwas weiter nach vorne. Da so hin. Was macht die Artillerie? Schießt die jetzt zwischen? Tut sie nicht. Warum nicht? Na endlich. Artillerie hat sich entschlossen, mit einzugreifen. Wie sieht's hier aus mit der Artillerie?
Das haut hier eine Riesenfläche mit der Artillerie. Jetzt schieße ich mit der kompletten Artillerie, Gott sei Dank. Okay, er schließt sich wieder an zu greifen. Diesmal auf dieser Seite. Good luck with that. Durchhalten, Leute. Pause. Iron Discipline. Weitere Perks vielleicht. Okay, naja, so weit, so gut. Ja, langfristig gesehen glaube ich trotzdem nicht, dass ich eine große Chance gegen ihn habe. Er ist mir einfach wahnsinnig überlegen. Frage ist, wie lange zum Beispiel solche Einheiten hier durchhalten. Naja, ich will sie jetzt auch nicht zurückziehen lassen. Und hoffe, dass die Linie einigermaßen halten kann.
Vielleicht macht ja die Kavallerie hier noch was aus. Naja, bis jetzt zeigt der Zeiger eigentlich für mich ganz gut an. Frage ist, wie lange ich das durchhalte. Es werden natürlich noch wahnsinnig viele Einheiten wegbrechen. Eigentlich habe ich die bessere Position, aber er kann natürlich hier trotzdem über Flussläufe drüber laufen irgendwie. Mal sehen, wenn ich diesen Flankenangriff hier aufhalten und zurückwerfen kann, habe ich, glaube ich, ganz gute Chancen. Ich werde mich dann irgendwann wahrscheinlich gegebenenfalls noch einen Tag abwarten oder so. Zurückziehen, was natürlich dummerweise letztendlich bedeutet, dass ich meine Einheiten wahrscheinlich aus Washington zurückziehen werden. Aber gut, das werden wir sehen in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Kommentare sind wie immer gern gesehen und auch erwünscht, ihr kennt das ja. Und ansonsten hoffe ich, ich sehe euch wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Grand Tactician, The Civil War. Bis dahin, gehabt euch wohl und macht's gut.